Dies ist die 3D-Viewmaster-Geschichte Elliot das Schmunzelmonster von Walt Disney. Ein Junge und ein Drache. Ein sehr lieber Drache allerdings. Die beiden sind auf der Flucht vor den Goggins, Pets bösen Pflegeeltern, die ihn lieber schwer arbeiten lassen, anstatt ihn zur Schule zu schicken. Die Goggins suchen Pete überall. Elliot hilft Pete, denn er ist kein gewöhnlicher Drache, sondern ein Zauberdrache, der sich unsichtbar machen kann. Pete und Elliot flüchten in das Städtchen Passamaquoddy. Aber das war keine gute Idee. Das Städtchen ist kein sicherer Zufluchtsort mehr, denn die Goggins und zwei hinterlistige Quacksalber, Doc Terminus und Hogginy, kommen auch dorthin. Und dann fangen die Schwierigkeiten erst richtig an. Aber Pete und sein Drache Elliot sind nicht bange. Ihre aufregenden Abenteuer müsst ihr euch ansehen. Viewmaster Scheibe 1, Bild 1. Pete und Elliot flüchten vor den Goggins. Bild 2. Die Goggins suchen Pete überall. Bild 3. Pete und Elliot essen Äpfel zum Frühstück. Bild 4. Elliot ist ein guter Spielgefährte. Bild 5. Auf dem Weg nach Passamaquoddy. Bild 6. Lampi lernt einen Drachen kennen. Bild 7. Doc Terminus und Hoggy kommen in die Stadt. Viewmaster Bildscheibe 2. Bild 8. Lampi und Hoggy besuchen Elliot. Bild 9. Nora und Pete gehen zur Schule. Bild 10. Elliot zermalmt das Boot der Goggins. Bild 11. Die Goggins haben Pete geschnappt. Bild 12. Ein Sturm bläst Lampis Laterne aus. Bild 13. Termius lässt seine Drachenfalle zuschnappen. Bild 14. Hoggy und Terminus schießen ihre Harpune ab. Viewmaster Bildscheibe 3. Bild 15. Elliot entkommt. Bild 16. Die Pläne von Terminus und den Goggins werden vereitelt. Bild 17. Lampi bekommt unerwartete Hilfe. Bild 18. Elliot im Leuchtturm. Bild 19. Nora sieht zu, wie Elliot die Dochte anzündet. Bild 20. Pete und Nora sind wieder vereint. Bild 21. Auf Wiedersehen, Elliot.